Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 6 zwischen Kupschütz und Steindörfel. Ein PKW war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal kollidiert. Dabei gerieten beide Fahrzeuge in Brand und standen nur wenige Minuten später lichterloh in Flammen. Der 46-jährige ukrainische Fahrer der Sattelzugmaschine konnte sich leicht verletzt aus seinem brennenden Fahrzeug befreien und wurde anschließend in ein Klinikum eingeliefert. Die Identität des verkohlten Leichnams im Inneren des PKWs kann bis zur Stunde nicht ermittelt werden. Kriminaltechniker der Polizei ermitteln vor Ort.